und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir haben immer noch dieses komische Tanzen etwas da im Hintergrund und ja, diesen Insassen, denke ich mal, hier. Oh, ich sehe gerade, das ist der Pförtner? Hä? Ich wollte eigentlich gerade sagen, diesen Insassen hier im Hintergrund, der offensichtlich ein Bild malen möchte. Aber jetzt bin ich doch einigermaßen verwirrt. Kann man hier sonst so irgendwas anklicken? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Tor, ja, da kann ich hingehen, das ist klar. Da kann ich reingehen, das ist auch klar. Okay, dann legen wir einfach mal los. Hier entstehen die künftigen Meisterwerke der zeitgenössischen kubanischen Malerei. Ob diese zu Recht eher unbekannt sind, darüber mögen andere entscheiden. Ich sehe gerade hier im Hintergrund der Kopf, der da aufgemalt ist. Ist das nicht ein bekannter Freiheitskämpfer? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Wenn das stimmt und ihr den Namen wisst, dürft ihr es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich komme gerade echt nicht mehr drauf. Sprechen wir erstmal mit dem Pförtner. Ich frage mich, wozu eine so kleine und abgelegene Nervenheilanstalt einen Pförtner braucht. Zumal es hier nicht einmal einen Parkplatz gibt. Schönen guten Tag. Ich suche das Sanatorium unter Palmen. Bin ich hier richtig? Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, zumindest dem Namen nach sind Sie hier richtig. Dem Namen nach? Naja, mit Institutionen ist es dasselbe wie mit Parteien. Der Name ist nicht immer Programm. Wieso? Sind doch eine Menge Palmen hier. Ja, Palmen gibt es hier. Aber lassen wir das. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun kommen Sie schon. Was ist hier los? Was stimmt nicht? Gar nichts. Ich meinte alles. Ach, egal. Also, was wollen Sie? Schade. Ich suche einen gewissen Manuel Perez. Soll hier Patient sein? Ja, kann schon sein. Ich kenne die Patienten nicht. Gehen Sie vorne links zum Empfang. Da kann man Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, seien Sie vorsichtig. Was? Wieso? Nur so. Sie sehen so aus, als hätten Sie die Warnung nötig. Aber wie dem auch sei, ich muss jetzt weitermalen. Viel Glück. Okay, das war jetzt irgendwie ein sehr kurioses Gespräch. Sie malen während Ihrer Arbeitszeit? Ja, klar. Wenn mal gerade nichts zu tun ist, male ich ein paar Bilder. Einige davon werden dann zur Dekoration in die Klinik gehängt. Ist denn so wenig zu tun? Was glauben Sie denn? Hier gibt's keinen Sommerschlossverkauf, wo sich Tausende bereits am Abend vorher anstellen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier und Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind Sie der dritte Besucher. Oh, was malen Sie denn so? Oh, eigentlich alles. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ist alles nicht sonderlich viel. Irgendwann gehen einem die Motive aus, wenn man immer nur von einer Position aus malen kann. Ich habe mittlerweile sämtliche Palmen, Grashalme und selbst die Schmetterlinge in ihren unterschiedlichen Flügelstellungen gemalt. Allmählich wird's öde. Dabei habe ich extra langsam gemalt. Früher hatte ich ein Bild in 30 Minuten fertig. Heute lasse ich mir 30 Stunden Zeit. Nur, um möglichst lange das Problem des nächsten Motivs vor mir herzuschieben. Na, dann wünsche ich Ihnen... Was soll ich Ihnen wünschen? Wünschen Sie mir ein Unwetter. Vielleicht fallen ja ein paar Palmen um. Dann hätte ich mal ein neues Motiv. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein Unwetter. Danke. Und wenn Ihnen ein tolles Motiv über den Weg läuft, dann bringen Sie es mit. Ja, klar. So wie ein Marienkäfer oder irgendwas. Das bringen wir natürlich direkt mit. Sie sagten vorhin, dass irgendwas mit dieser Anstalt nicht stimmen würde. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Aber das Wetter ist schön heute, oder? Ja, wunderschön. Hab schon verstanden. Okay. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Ja, die Antwort war jetzt irgendwie klar. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rein. Oder sollen wir uns erstmal draußen umschauen? Ich weiß nicht, drinnen kommen wir wahrscheinlich weiter, denke ich mal. Ratatazong, ratatazong, weg ist der Balkon, dong. Ah ja. Der Bauarbeiter dürfte wenig begeistert sein, wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme. Okay. Tür, Türrahmen? Wieso kann man das einzeln? Da sind riesige Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Vielleicht war es ja auch der... Da sind riesige... Ja, haben wir schon verstanden. Also ist das das Gleiche. Vielleicht war es ja auch der Bauarbeiter, der das gemacht hat. Und Zettel.
steht drauf, Vorsicht, der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe der Anstalt rumgedrückt haben. Wer etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, hat dies umgehend der Anstaltsleiterin Dr. Charleroi zu melden. Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu verfolgen. Ich muss endlich rauskriegen, wer die sind und was die eigentlich wollen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Wäschedienst. Nächster Abholtermin Dienstag 14.30 Uhr. So viele Lautsprecher für so wenig Innenhof? Ja. Wahrscheinlich, wenn hier einer ausgebrochen ist, dass direkt alle Bescheid wissen. Aus dem Weg, irrerfrei. Er ist voll schmutziger Wäsche. Ja, vielleicht kann man sich da reinschmuggeln. Wir haben so einiges mit schmutziger Wäsche gemacht. Der Episode 1 LP und ich. Das war jetzt keine Zweideutigkeit, wobei eigentlich könnte es auch eine Zweideutigkeit sein. Aber es war eigentlich darauf bezogen, dass wir auch was mit einem Wäschekorb gemacht haben, wo wir aus dem Knast ausgebrochen sind. Die haben ja ganz schön Holz vor... Nein, der ist mir zu flach. Mir nicht. Okay, wir klauen uns mal so ein bisschen Holz. Was können wir hier noch machen? Hier oben können wir nichts anklicken. Da können wir noch mal durch die Tür. Okay, reden wir erstmal mit ihm. Er macht gerade Pause. Völlig untypisch für einen Bauarbeiter. Genau, völlig untypisch. Ich habe noch nie einen Bauarbeiter gesehen, der Pause macht. Hallo, gehören Sie zum Personal? Ich? Nein, Gott bewahre. Ich soll den Hof asphaltieren. Dazu muss ich den alten Belag aber erst einmal entfernen. Üble Schufterei bei der Hitze, das kann ich Ihnen sagen. Kann ich mir vorstellen. Apropos vorstellen, ich bin Nina. Sehr erfreut, man nennt mich Bernhard. Na, Mann, ich rutsche mal ins andere Fenster. Warum soll der Hof eigentlich asphaltiert werden? Sieht doch noch ganz gut aus. Bei uns gibt's Straßen in deutlich schlechterem Zustand. Keine Ahnung. Sie haben schon recht. Eigentlich lohnt sich das hier gar nicht. Wegen ein paar Patienten. Naja, mir soll es egal sein. Wer hat Ihnen denn den Auftrag gegeben? Irgend so ein Italo-Amerikaner. Massimo Gattuso oder so ähnlich. Massimo Gattuso? Ja, er will, dass der Hof in 3 Tagen fertig ist. Völlig unrealistisch. Aber Sie wissen nicht, warum dieser Hof asphaltiert werden soll. Nö. Seltsam. Wieso lässt jemand wie Massimo Gattuso den Hinterhof einer Klapsmühle in einem kubanischen Kaff asphaltieren? Tja. Ist Ihnen an der Anstalt irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was soll schon ungewöhnlich sein? Ein paar geistig nicht ganz frische und ein paar Ärzte auf engem Raum. Irgendwann sind dann Ärzte und Patienten kaum noch voneinander zu unterscheiden. Ja. Das Gefühl habe ich immer bei Hundebesitzern. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Außer, dass da drinnen ständig einer schreit, kreischt und sonstige seltsame Geräusche von sich gibt. Wenn ich ehrlich bin, macht mir die Anstalt schon ein bisschen Angst. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich weiß nicht genau. Ich mag es hier einfach nicht. Sobald es dunkel wird, sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Und da rein würden Sie mich für kein Geld der Welt kriegen. Ein Typ wie er gibt einfach so zu, dass er ohne einen wirklich ersichtlichen Grund Angst hat. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich mich hier weiter umsehen will. Ihre Pause, die... Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch, klar. Gut. Die ist nämlich eh schon viel zu kurz. Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin. Bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die Alte ist auf die Sekunde pünktlich. Okay, also ich würde jetzt mal spontan vermuten, dass wir wahrscheinlich ihn dazu bringen müssen, hier weiterzumachen, damit er Lärm macht
und wir dann von innen irgendwie in die Küche kommen können. Aber ich weiß es nicht. Also es sieht aber schon ganz schwer danach aus. Kennen Sie einen Manuel Perez? Wer soll das sein? Einer von da drin. Ein Patient? Ja. Keine Ahnung. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Verbot der Anstaltsleitung. Sie haben ja einen kleinen Sprachfehler. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ursache dafür in einem Kindheitstrauma liegt? Oder hat Ihre erste Freundin Sie enttäuscht? Welche tragische Geschichte verbirgt sich dahinter? Haben Sie mal 10 Stunden mit einem Presslufthammer gearbeitet und dann versucht, halbwegs normal zu sprechen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hab ich mir gedacht, sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Okay. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Okay. Hier ist eine Küche. Schmutziges Geschirr. Das Essen scheint lecker gewesen zu sein. Den Fliegen schmeckt es jedenfalls. Ja. Ich habe jetzt draußen gar nicht geguckt, ob wir noch irgendwas hätten anklicken können. Ein Zwiebelzopf. Nehmen wir doch direkt mal was von mit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, einfach mitnehmen. Oh. Eine lange und spitze Fleischgabel. Einpacken. Köchin Nina muss sich erstmal ihre ganzen Utensilien zusammensuchen. Jede Menge frische Kräuter und Gewürze. Fällt doch eh keinen auf, wenn wir da mal so eine Zwiebel abmachen oder ein Messer klauen. Eine Würstchenzange. Okay, das klingt jetzt irgendwie pervers. Okay, Suppenkeller auch noch. Dann eine haben wir Suppenkelle. Schon für ein ganzes Menü welche dabei, genau, volles Deutsch. Für ein ganzes Menü was dabei, damit wir auch kochen können. Eine relativ kleine Kochstelle. So wahnsinnig viele Patienten gibt es in der Anstalt offenbar nicht. Oder die sind alle auf Diät. Ja, oder sie kriegen halt nicht den Fraß, der hier mit diesem ekelhaft siffenden Zeug gemacht wird. Würde ich ihnen zumindest wünschen. Kleine Messinggewichte. Nehmen wir doch direkt mal mit. Sehen doch hübsch aus. Wiegen bestimmt auch fast nichts. So, können wir hier... Jetzt bin ich schon wieder auf dem anderen Bildschirm. Können wir hier doch irgendwas anklicken? Eigentlich nicht, ne? Das ist der Herd ganz normal. Moment, was war das da oben? Da habe ich doch schon... Jede Menge frische Kräuter und Gewürze. Ja, das ist das Gleiche. Okay, dann gehen wir wieder raus. Da gucken wir auch noch mal kurz nach, ob wir irgendwas vergessen haben. Nö. Nee, ich hatte das jetzt gerade hier verwirrt, aber das war was anderes. Nee, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach vorne. Und nach dem Satz, da ist es schon wieder. Also das ist anscheinend keine Insassin, so wie es aussieht, sondern das ist wirklich eine, die hier am Tanzen ist. Da musste ich jetzt gerade mal einen Screenshot von machen. Okay, was sind das denn hier für komische Kreise? Da kann man gar nichts mit anfangen. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Bevor eine Einladung zum DIA-Vortrag, traditionelle Herstellung von Zigarren. Okay. Klingel? Nee, da komme ich nur zu ihr. Zutritt nur für Personal. Aber natürlich, wäre ja auch zu einfach. Zeitungsständer, was ist mit dem? Hier steckt eine ganze Reihe von Fachzeitschriften aus der Fakultät der definitiven Relativität. Ich nehme mal eine mit. Die Auswahl erfolgt nach der erprobten Systematik des Zufalls. Das ist doch wunderbar. Das ist höchste Physik, die wir hier haben. Kann ich nur noch mit ihr sprechen? Mehr kann ich hier nicht machen. Okay. Ja gut, dann... Kein Wunder, dass viele Männer Krankenschwesterfantasien haben. Ja. Relativ große Brüste, sehr schlank und ist die ganze Zeit nur am Tanzen. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Schönen guten Tag. Hallo. Ich suche einen gewissen Perez, Manuel Perez. Er müsste hier Patient sein. Kann ich ihn sprechen? Perez? Ja, der ist hier. Wer sind Sie denn? Ich bin Nina Castro.
Besser, ich verrate nicht der ganzen Welt meinen Namen. Solange ich nicht weiß, wer hinter der Entführung meines Vaters steckt, ist zu viel Vorsicht immer noch besser als zu wenig. Tut mir leid. Ohne Sondergenehmigung kommen Sie hier nicht rein. Es wäre aber ja, wirklich klar. Wichtig. Wichtig? Wirklich wichtig ist, dass ich meinen Job behalte. Und meine Gesundheit. Und natürlich mein überragendes Aussehen. Ja. Das ist wirklich wichtig. Ich verlange doch nicht von Ihnen, dass Sie ihn freilassen. Ich will nur kurz mit ihm reden. Hören Sie, Schätzchen. Seitdem Signor Gartuso hier das Sagen hat und diese Nicole Charleroi als Chefin eingesetzt wurde, müssen wir alle sehr gut aufpassen. Massimo Gartuso? Dieser amerikanische Milliardär mit seinem riesigen Mobilfunkkonzern? Eben jener. Und auch in Kuba gilt, wer die Zeche zahlt, bestimmt, was getrunken wird. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Die Musik ist ganz schön laut. Ja, klasse, nicht wahr? Hab die Scheibe ganz neu und höre sie seit 3 Tagen rauf und runter. Die hält mich ordentlich in Schwung. Damit macht sogar das Putzen Spaß. Eigentlich wollte ich ja Tänzerin werden. Aber der Markt ist in dieser Region ziemlich überfüllt. Also musste ich halt eine neue Disziplin erfinden. Rhythmisches Putzen. Ich putze genau zum Takt der Musik. Hilft auch sehr gut gegen Müdigkeit. Vor ein paar Wochen bin ich drauf gekommen und perfektioniere seitdem meine Technik. Mal sehen, wenn das mit der Politik nicht klappt, werde ich vielleicht ein paar Kurse für Hausfrauen anbieten. Ich glaube, der Markt dafür dürfte ziemlich groß sein. Ja, ganz bestimmt. Naja, also ich sag's mal so, ich habe oft genug getanzt beim Putzen und mach's stellenweise immer noch, beziehungsweise auch beim Wäscheaufhängen und bei so ziemlich allen anderen. Ich habe zwar kein rhythmisches Tanzen dabei gemacht, das wäre auch ziemlich dämlich, je nachdem, was man für eine Musik hört. Aber naja, es ist wirklich absolut nichts Neues, was sie da in Anführungszeichen erfunden hat. Massimo Gartuso kauft sich eine Irrenanstalt in einem verschlafenen Nest in Kuba. Finden Sie das nicht ein bisschen seltsam? Ich habe so meine Vermutungen, aber die behalte ich besser für mich. Kommen Sie, es könnte wirklich wichtig sein. Nichts ist so wichtig, dass man dafür so endet wie... Ja? Nichts. Meinen Sie nicht auch, dass rhythmisches Putzen eine großartige Geschäftsidee wäre? In dieser ganzen Anstalt passieren so viele seltsame Dinge, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit dem Wundern anfangen soll. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier um eine ganz große Sache geht. Leider sagt mir mein Gefühl nicht, um was für eine. Haben Sie Angst vor Ihrer Chefin? Ich? Wieso sollte ich? Ich hatte so den Eindruck. Der täuscht. Der täuscht ganz bestimmt. Die will doch reden. Ich muss sie nur noch ein wenig kitzeln. Die Chefin ist doch gar nicht da. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Ja, das hat Pedro auch gedacht. Und dann? Und dann? Nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Diese Nicole Charleroi setzt die Mitarbeiter dermaßen unter Druck, dass die sich vor Angst fast in die Hose machen. Hoffentlich muss ich mich mit der nicht auch noch auseinandersetzen. Ja, ich befürchte allerdings doch. Sie sagten irgendwas von, wenn das mit der Politik nicht klappt. Sie sind Politikerin? Noch nicht. Die Betonung liegt aber auf noch. In 2 Wochen sind Wahlen und da will ich antreten. Als Politikerin? Ja, klar. Spricht irgendwas dagegen? Nein, bestimmt nicht. Und Sie rechnen sich da Chancen aus? Ja, ich denke schon. Ich sehe umwerfend gut aus und 20% der Wähler habe ich schon, sagen wir mal, überzeugt. Oh, aber ich will ja nicht nur eine von vielen sein. Ich will Bürgermeisterin werden. Leider fehlen mir dafür noch ein paar Stimmen, aber die werde ich schon noch kriegen, wenn ich nur wüsste, wie... Ach, Bürgermeisterin soll es gleich sein. Wie bescheiden. Wie ist denn Ihr Wahlprogramm? Wahlprogramm? Liest doch eh keiner. Problem ist nur, dass ich nur noch 2 Wochen habe und mir fehlen noch 120 Männer. Ja, das könnte knapp werden. Vielleicht sollten Sie es doch einmal mit einem Wahlprogramm versuchen. Ach, was, viel zu aufwendig. Und da interessiert sich eh keiner dafür. Ich müsste einfach mehr Leute gleichzeitig von meinen Qualitäten überzeugen können. Sie meinen... Tja, haben Sie eine bessere Idee? Ich werde mal überlegen. Wenn mir was einfällt, sage ich Ihnen Bescheid. Ja, heiße Gegend hier und heiße Gespräche, würde ich mal sagen. Ich überlasse sie dann mal wieder ihrem Hüftschwung. Okay, kann ich denn hier noch irgendwas... Moment, ich kann hier doch weitergehen. Ah, okay. Okay, da sitzt jetzt jemand mit einem Kartenhaus. Eine Brille. Die dürfte etwa 4 bis 5 Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Ja, würde ich sagen, nehmen wir doch mal direkt mit, ne? Wenn ich dir noch da dran komme. So.
So. Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Der ist so süß. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Eine Liste mit der Überschrift Ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier. Ein Kopiergerät. Okay, also bevor ich jetzt mit ihm rede, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, würde ich sagen, dass wir hier mal einen kleinen Cut machen, weil wir doch schon wieder ziemlich eng an der Zeit sind, beziehungsweise mit der Zeit sind. Und dann schaue ich mal, ich glaube, das Grammophon könnten wir vielleicht auch ausstellen. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Ja, also mal gucken, ob wir es ausstellen können. Ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich geht sie sich dann beschweren oder so. Was auch immer passiert, wir werden es dann in der nächsten Folge herausfinden. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.